hat mich die Vegan-Box erreicht. Ich habe sie noch nicht geöffnet und ich bin mal ganz gespannt, was da so drin ist. Ich werde sie direkt einmal öffnen und dann mal gucken. Das ist wie immer der Packzettel. Ich schaue mal jetzt noch nicht drauf, weil ich kann euch ja auch die Preise blende ich euch ja eh immer ein. Dann geht das einfach ganz schneller. Oh, ich drehe schon wieder durch. So lecker, ich sag's euch jetzt schon wieder. Toll. Und zwar ist ein geröstetes Müsli drin. Und ich liebe sowas. Das finde ich total lecker. Und das hier ist Hof Roasty Cashew und Vanille. Extra knusprig und ich liebe gebackenes Müsli und ich bin sowieso ein Müsli-Fan. Und jetzt momentan habe ich das Gefühl, es ist in jeder veganen Box ein Müsli drin und mich freut es natürlich. Freut es richtig. Dann habe ich mal wieder hier solche Früchte drin und die nehme ich mir immer ganz gerne mit ins Kino als Alternative zu Popcorn, weil ganz ohne was zu knabbern kann ich einfach nicht ins Kino gehen, das schaffe ich nicht. Und ich nehme dann immer so Gurken mit und ein paar Möhrensticks. Und aber auch gerne mal was Süßes. Und für sowas eignet sich's gut. Oder man packt es mit ins Müsli. Hauchdünn und knusprig. Jede Frucht ist schön. Das sind einfach gedörrte Äpfel und Mangos. Also ich muss mir auch mal, Äpfel und Mangochips. Ich muss mir auch einfach mal ein Dörrgerät zulegen, glaube ich. Weil ich finde das nämlich richtig klasse. Und es ist günstiger. Dann haben wir einen Erdnussriegel. Und den finde ich total süß verpackt. Also hier so genietet aus der Riegelmanufaktur. Ich bin mal gespannt, ich bin mal neugierig, was die Riegelmanufaktur sonst noch so da herstellt. Ich habe solche Riegel immer ganz gerne in der Handtasche, falls ich wirklich mal unterwegs bin und so einen richtigen Hunger habe, weil manchmal kommt man ja auch nicht zum Essen oder man geht irgendwo essen und findet nirgendwo was Veganes, was man gerne essen möchte. Oder man möchte nicht auf zu ungesund zurückgreifen. Und da finde ich solche Riegel immer recht klasse. Da ist drin Erdnüsse, Kakaopuder, Agavendicksaft, Amaranth, Buchweizenmehl, Kakao und Himalaya-Salz. Der Riegel hat 168 Kalorien. Das geht eigentlich so als Snack. Ich wollte nämlich erst sagen, ganz schön gehaltvoll, aber ich finde es in Ordnung. Dann haben wir noch, ui, wie putzig, süße Nuss. Und zwar ist das eine Haselnusspaste mit Traube gesüßt. Also das finde ich ja richtig klasse. Und der ist natürlich vegan. Und den möchte ich eigentlich gleich mal probieren. Jetzt passt mal auf. Ui, das schaut aus wie Karamell, wenn man da so reinguckt. Es riecht ein bisschen wie Zuckerrübensirup und jetzt probiere ich einfach mal. Es schmeckt wie Zuckerrübensirup mit Haselnussgeschmack. Ich finde es total lecker. Ui, das freut mich jetzt voll. Ich mag sowas. Also ab und zu mal, weil am Wochenende gönne ich mir dann mal so Brötchen zum Frühstücken und so. Und da freue ich mich total. Und genauso freue ich mich auf sowas. Ich habe schon ganz oft auf Facebook und Co. Goldene Milch gelesen und Rezepte für goldene Milchsorten. Und hier ist eine Kurkuma-Latte drin, goldene Milchmischung von Sonnentor. Und das finde ich richtig klasse, weil ich glaube, die kocht man dann ewig auf und was weiß ich. Mir war das immer zu aufwendig oder ich weiß auch nicht, warum ich das nicht probiert habe. Ein Teelöffel Kurkuma-Latte-Mischung in 200 ml Pflanzenmilch einrühren, erwärmen und nach Belieben süßen. Ja, die Gewürze lösen sich nicht vollständig auf und drin ist Kurkuma, Zimt, Kakao, Ingwer, Vanille, Süßholz und Pfeffer. Das finde ich richtig klasse. Das freut mich. Also ich wusste, Entschuldigung, jetzt musste ich aufstoßen. Ich habe nämlich vorhin erst gegessen. Finde ich richtig klasse. Genauso wie ich diese Kichererbsennudeln von Holo richtig klasse finde. Ich habe jetzt die probiert von meinnudel.de. Die mag ich recht gern. Da nehme ich aber immer diese gelben Schälerbsennudeln. Die gefallen mir besser. Dann von... Letztes Mal waren auch Nudeln drin. Ich komme gerade nicht auf die Marke. MyFit oder MacFit? Irgendwas mit Fit, glaube ich. Und von Holo, die habe ich noch nicht probiert. Und da freue ich mich wirklich drüber, weil ich liebe diese Low-Carb-Nudeln. Es ist halt
Ich mag die halt gerne nicht, weil ich jetzt Low Carb mache. Ich esse ja sehr viele Kohlenhydrate, aber ich finde die einfach gesünder. Sie machen satter und heben bei mir den Insulinspiegel einfach nicht so an, diese ganzen proteinhaltigen Nudeln aus Hülsenfrüchten. Deswegen finde ich die recht klasse. Genauso wie ich dieses Getränk klasse finde, das ist ein heißer Holunder, das kriege ich manchmal in der Apotheke gratis auch. Finde ich ganz okay. Und dieses Kokoswasser, das habe ich mir auch schon mal gekauft. Das ist eigentlich auch ganz okay. Also habe ich schon mal gekauft. Und das finde ich mal richtig schön. Und zwar sind da so handgeschöpfte Schokoladentafeln drin. Das Bernsteinzimmer, Raum für Genuss. Finde ich richtig klasse. Weiße Mondschokolade mit Cranberries und was ist das andere? Einfach nur eine Kakao-Butter-Cremetafel, Sonnenknusper heißt die andere. Ist eine 90 Gramm Portion. Ich finde das total lecker und es schaut richtig ansprechend aus. Ich finde das richtig schön. Und ich habe gerne mal ein Stück Schokolade zu Hause, wer nicht. Allerdings gibt es nur ganz wenig Schokoladen, die mir richtig schmecken. Die von Vivani, die weiße Schokolade mag ich ganz gern. Die Nougat Crisp mag ich auch ganz gern. Aber es gibt wirklich wenig vegane Schokoladen, die voll toll sind. Und es gibt jetzt hier kein Produkt, was mir nicht... Ach hier, das habe ich noch vergessen euch zu zeigen. Und zwar habe ich hier eine... pikant gewürzte Kokosmilch aus Sri Lanka, die da noch drin war, und auch Kokosmilch kann man immer zum Kochen verwenden. Wir Veganer, die meisten von uns lieben ja Kokos und ich ganz besonders, und deswegen freue ich mich drauf, weil Kokosmilch hat man eigentlich immer zu Hause. Also ich und toll. Es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Vegan-Box wieder geworden. Es gibt kein einziges, weil manchmal hat man so eine Zutat oder so, die man nicht unbedingt so gerne mag, aber ich mag wirklich heute... Alles, was hier drin ist, gefällt mir, schmeckt mir, wird mir schmecken, denke ich mal. Und ich freue mich da jetzt richtig drauf. Voll toll. Also, ich bin begeistert. Schreibt mir doch mal, welches euer Lieblingsprodukt ist. Das würde mich mal interessieren. Ich schaue auch gerade. Mediterraner Linsen-Spirelli-Salat mit gegrillten Gemüsespießen. Also, wenn so Rezeptideen drin sind, das finde ich auch mal ganz toll. Genau, dann hier nochmal eine Werbung von der Riegel-Manufaktur. Dann hier noch einmal ein Salat, also da sind zwei Salatideen drin, Nudelsalatideen. Einmal Linsen-Spirelli-Salat und einmal Kichererbsen-Spirelli-Salat. Also finde ich richtig klasse, weil vielleicht ist mal was für YouTube dabei. Ich halte immer, dann auch noch mal eine Werbung von diesem Bernsteinzimmer. Und von diesem Aufstrich. Und... da gibt es auch noch Haselnussmus mit Kokosblütenzucker gemischt. Dann gibt es noch Haselnussmus mit Traube gesüßt in grob, weil ich habe jetzt so ein feines. Und Haselnussmus streichzart mit Crunch. Das schaut dann aus so wie so Cashewmus. Also richtig toll. Ich poste euch alles mal in die Infobox. Und und Rezepte sind auch noch drin. Backrezepte und was man damit machen kann. Ja, ich schmiere es mir aufs Brot und das reicht mir dann. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.